Aber hier kommen auch schon die Octopdara-Droiden, um da hinten den ATT anzugreifen. Das ist ein cooles Bild. So ein cooles Bild. Die müssten jetzt nur mal wirklich angreifen, bitte. Und da hinten kommt auch Ventress. Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire at War mit dem Fall of the Republic Mod Update 1.2. Und in den letzten Folgen haben wir uns hier so ein bisschen ein paar Planeten rausgekratzt sozusagen. Ich überlege, ob wir jetzt Richtung Corellia gehen oder Richtung Talassea. Beides Planeten, die sehr interessant sind. Oder hier ein bisschen gegen in Richtung Iphigen pushen. Die Sache ist allerdings, bräuchten wir nicht. Wir sind hier relativ gut verteidigt. Weiß ich nicht. Bin ich mir, um ehrlich zu sein, nicht sicher, ob wir hier pushen wollen. Da müssen wir Iphigen neu verteidigen. Ob wir nicht lieber hier weiter pushen wollen. Gerade Corellia oder Talassea sind verlockend, weil wir da wieder keine neuen Flanken öffnen. Lass uns einfach mal schauen. Corellia wäre natürlich, da die da eine Schiffswerft haben, noch wichtiger. Und lasst uns hier, ach, bei Yagdul haben wir ja schon für Trade Federation. Ich überlege, ob wir für die, das Techno-Union, ne? Techno-Union. Ob wir für die Techno-Union hier auch nochmal 3000 Credits ausgeben. Vielleicht kriegen wir ja deren Schiffe hier. Nein, das kann nicht sein! Was machen die denn? Sind die dumm? Also klar, die haben eine Hyper-Velocity-Gun, aber ansonsten... Das kann nicht! Nehmen wir die beiden noch hier mit rüber. Okay. Die beste Einheit, die wir überhaupt irgendwo haben können, sind unsere Jägerträger hier. Die kleinen Jägerträger, nicht die großen. Die kleinen. Schön. Ah, das ist ein bisschen zu teuer. Bolstering Support, wenn wir Humberine einnehmen. Kriegen wir noch einen Protodeker? Nice, ich liebe die Protodeker. Ich weiß nur nicht, wo Humberine ist. Das sind wieder so Planeten, wo ich mir so denke, oh mein Gott, wann sind die mal irgendwann aufgetaucht? Hier ist Humberine. Es gibt ja Planeten, die relativ häufig auftauchen und dann gibt es so Planeten wie Humberine. Warte mal, lass uns hier nochmal ein paar mitnehmen. Oh, wohin kommt die denn, die Enemy Fleet? Warum wird mir das nicht gezeigt? Oh, nach Kato Naimoidia. Ja. Ich glaube aber auch, diese Logos sind neu, ne? Gab es hier ein kleines Update? Weil diese Logos müssten komplett neu sein hier. Das Problem ist, wir können nicht fliehen, solange die diese 6 Peltas haben. Aber 3 Prätoren, 6 Akklamator, das können wir nicht überstehen. Zum Glück relativ viele kleine Schiffe, aber ich glaube, das... Ah, schade. Da können wir nicht fliehen. Immerhin... Oh mein Gott, wir haben hier nicht wirklich was aufgebaut. Immerhin ist es ein Planet, den wir gerade erst gekriegt haben. Da ist nichts, wofür ich Geld ausgegeben habe oder so. Na gut, wir haben den noch in der Hinterhand. Wenn wir den nicht reinholen, dann überlebt der, glaube ich. Und die haben erst 5 von den Peltas hier drin. Das heißt, eine Pelta haben die noch in der Hinterhand. Das ist unschön. Das ist richtig, richtig unschön. Aber ich hoffe mal, dass wir hier wenigstens ordentlich Jäger kriegen. Ja, 7 Jäger, 6 Bomber alleine aus dem Blue Cry Battle Carrier. Das Battleship bringt uns weniger. Wir müssten doch jetzt mehr rauskommen aus dem. Naja. Greift mir hier den Architans an. Tatsache ist halt einfach, dass wir hier nicht fliehen können, deswegen... Können wir auch versuchen, denen so viel Schaden wie möglich zu verursachen. Die Architans dürfte recht schnell kaputt gehen. Und schon. Und wenn die kaputt ist, schnappen wir uns hier die Anti-Jäger-Schiffe. Oh, komm, jawohl. Die CR-90s. Das ist unsere Jäger ein bisschen einfacher haben. Wir haben nur leider keine Anti-Jäger-Schiffe. Aber die CR-90 ist relativ schnell Geschichte, die erste. Und schon. Jawohl, auf die zweite. Klar sind die Jäger dann nervig, aber solange wir die Anti-Jäger-Schiffe erstmal besiegt haben, ist das schon ein guter Sieg für uns. Wir verlieren hier einiges an Schiffen. Oder an Jägern eher gesagt, an Schiffen nicht wirklich. Nehmt euch... Oh, das Ding... Oh, nee, wartet. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, aber auf jeden Fall auf die nächste Pelta. Dass wir vielleicht irgendwann hier nochmal raus können. Aber da der Prätor jetzt auch... Ja, ihr müsst alle auf den Prätor. Alles, was wir haben auf den Prätor. Bis auf die Jäger und Bomber. Das
die Pelter weg? Ich sehe sie nicht mehr. Da ist die Pelter. Jäger und Bomber müssen hier die Pelters. Die können die Minen droppen und... Oh, die werden geheilt. Was ist denn hier? Welches Schiff kann hier... Ach, wahrscheinlich die Pelters. Ah, die Pelters können sich selbst und gegenseitig heilen. Das ist, ja, haben wir verloren. Wir können versuchen, denen noch so viel Schaden wie möglich zu machen, aber... Ach, und das ist auch noch ein Dreadnought. Nein, der ist so stark. Oh, Mann, ey. Ja, nicht gut. Ich meine, die erste Pelter ist jetzt weg, aber... Das war's auch. Kommt ihr auch hier auf die Pelter? Wir verlieren hier auch schon unsere Dings. Nicht gut. Nicht gut. Und selbst wenn wir die Pelters vernichtet haben, müssen wir gucken, dass wir da hinten noch alles vernichtet kriegen. Ich meine, die sind momentan, sind die noch in dem Nebel? Schon, jawohl, die Pelter ist weg. Je mehr Pelters vernichtet werden, desto weniger schnell oder desto weniger gut können die sich heilen. Aber, nehmt mal die hier, die hat keine Schilde mehr. Ihr beiden weiter hier drauf, du auch hier drauf. Das sieht echt nicht gut aus. Luke Reich gegen Praetor da hinten. Zieht der Luke Reich, vor allem wenn es so ein schwächerer Luke Reich ist, echt den kürzeren. Jetzt hauen die Pelters hier leider auch ab. Das ist nicht gut. Nehmt euch die hier, die hat weniger. Und ihr auf die. Dass wir vielleicht wenigstens irgendein Schiff hier noch rausretten können. Der Praetor verliert zum Glück ein bisschen was. Nehmt euch die Pelters hier vor, bitte. Aber wir kriegen auch keine neuen Jäger jetzt mehr. Oder auch Bomber. Ich meine, die Providence scheint auch gut Jäger und Bomber zu haben, aber... Da sind vier, hier ist eine Mine. Aber es sind halt auch einfach noch zwei Pelters unterwegs. Nehmt hier den noch aufs Korn. Meine Jäger muss ich versuchen, in irgendeiner Art und Weise nach da hinten zu locken. Ich weiß nicht, warum wir keine neuen Jäger mehr spawnen. Also irgendwie scheint das hier verbuggt zu sein. Wenn die Jäger Schrott sind, müssten... Vor allem... Ah, jetzt hier. Da kommt Mamba. Zerstört die Minen. Wir müssen gucken, dass wir hier die Pelters vernichtet kriegen, dass die keine neuen Minen mehr spawnen können. Aber da hinten ist noch eine neue Pelter. Naja. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus für uns. Ich mache das Ganze mal ein bisschen schneller. Vielleicht kommt ja hier der ein oder andere durch. Schon, du da hinten drauf. Ah, wenn er jetzt hier durchkommt, könnte der... Aber die Frage ist, was kann ich hier noch rausziehen? Also, wirklich großartig. Ah, du musst da jetzt auch nicht mehr rein. Wirklich großartig. Schiffe werde ich nicht mehr haben, außer den Luke Reich Battle Carrier, den wir sowieso dann wahrscheinlich rausziehen könnten. Du hier drauf. Ja, gut. Den Diamond Class Cruiser, wobei ich gar nicht weiß, ob der nicht vielleicht auch hier aus der Dings rauskommt. Nein, da sind nur Jäger und Korvetten. Wobei, doch, das könnte eine Korvette davon sein. Retreat. Ne. Sind schon... Ach, und da wäre sogar noch eine Mine gewesen. Wow. Immerhin der eine Kreuzer hier noch. Oh, warte mal. Wir haben einen neuen Planeten gekriegt. Heißt das, wir können hier nochmal Handelsföderation umwerben? Können wir. Lasst uns hier und... Oh, hier haben wir jetzt kein Geld mehr. Nee, aber da brauchen wir schon eine Ionenkanone. Das ist gut. Falls die nochmal hier ankommen. Oh. Zwei Bodeneinheiten. Ihr könnt nach Korunaimoidia. Und wir gehen nach Corellia, bitte. Mit 15 von denen. Aber wenn die sowieso nur die Schiffswerften haben, meine Güte, das kriegen wir nicht. Ich nehme mal schnell einen Schluck und dann gucken wir weiter. Und während ich jetzt hier die Einheiten reinhole, mache ich einmal ganz kurz Werbung nennen, wenn euch das Spiel hier gefällt. Schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zu MMOGA. Da könnt ihr super duper preisgünstig Game Keys kaufen. Für Empire at War zum Beispiel für gerade mal 5 Euro, manchmal sogar nur für 4,50 Euro. Und wenn ihr da was kauft, kriegt ihr den Game Key per E-Mail zugeschickt und könnt das Spiel dann, also könnt das dann bei Steam eingeben und das Spiel dann super duper einfach runterladen.
und habe eine Menge Geld gespart. Und wenn ihr das über meinen Link macht, kriege ich auch noch eine kleine Provision, wodurch ihr mich riesig unterstützen könnt. Deswegen vielen Dank, falls ihr das macht. Und damit Werbung Ende. Und wir gucken mal, dass wir... Ah, die Hyper Velocity Gun hatte ich vergessen. Ich möchte nicht, dass irgendwas von mir zerstört wird. Aber der, wenn die ein zweites Mal schießt, ist dieser Providence weg. Was eher uncool ist. Die drei auch ein Stückchen weiter nach vorne. Ich glaube ja, dass wir relativ schnell hier durch die Valor-Class Starbase durchkommen können, wenn wir in Ruhe gelassen werden von allen anderen Sachen. Das Problem ist nur, wir müssen jetzt auch mit allen anderen Schiffen hier rein. Sonst haben die genügend Zeit, um mit der Hypervelocity-Gun uns hier echt zu nerven. Oh mein Gott, da kommen 6 Korvetten raus aus dieser Valor-Class Starbase. Das ist uncool. Ihr nehmt euch schon mal hier die Korvette vor. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt, dadurch, dass ich mit denen reingehe, noch mehr als sonst. Okay, ihr habt den ersten Anflug darauf überstanden. Geht weiter hier rüber, dass wir das eben, die Capital Shipyard eben vernichten. Und dann schauen wir mal. Vielleicht sollten wir auch einfach fliehen, wenn die Capital Shipyard weg ist. In der Hoffnung hat der noch... Ah, der hat auch keine Antriebe mehr. Geht hier auf den Akklamator bitte. Jawohl. Ihr drei auf einen der Dreadnoughts. Das Ding ist weg. Auf die Vela Class Starbase bitte. Oh mein Gott, der eine dreht sich einfach um. Das gibt's nicht. Ihr müsst hier auf die Jäger gehen. Und ihr nehmt hier als allererstes die Fighter Base, dass da nichts mehr rauskommt. Und John hier drauf. Nehmt die größeren Schiffe. Das heißt, nein, ihr alle. Die Carrier alle auf zu den Jägern. Diese Pursuit Destroyer können hier drauf. Uiuiuiui. Das sieht nicht gut aus für den einen Dreadnought. Oh nein, ist der schon Schrott? Okay. Ihr müsst hier raus. Diese Valor-Class Starbase verliert auch. Oh, der wird zerstört. Der wird zerstört. Nein, wir verlieren zu viel. Oh Mann. Ja. Wäre ich das Ganze hier vorsichtiger angegangen, dann wäre das alles nicht passiert. Aber ich dachte mir jetzt, wegen der Hypervelocity Gun müssen wir reinhauen sozusagen. Naja, jetzt spielen wir das ja auch bis zum weiteren Ende. Hier geht hier drauf. Dadurch, dass wir jetzt hier das alles vernichten. Oh, wartet, wir holen uns noch ein paar Anti-Jäger-Schiffe rein. Jetzt können wir es ja momentan. Noch einen hiervon. Auch wenn die nichts gegen Jäger bringen so sehr. Hier rüber. Dürfte die Feuerkraft uns ein wenig helfen und die neuen Jäger, die damit auch reinkommen. Mal sehen, was wir im Endeffekt dann verloren haben. Du kannst hier auf den Ark gehen. Du auf den Z95, der schon weg ist. Ja, damit haben deren Jäger verloren. Sehr gut. Die Raumstation hier noch, die Handelsstation. Warum die nicht fliehen, ist mir auch ein Rätsel. Ist aber auch nicht so schlimm. Meine Güte, jetzt... Ich finde aber, jetzt könnten sie langsam aufgeben. Kommt schon. Nehmt euch den. Ja, die Raketen bringen nichts, ich weiß. Weil der Punkt Verteidigungsgeschütze hat. Was haben wir jetzt verloren? 3 Manöver sind in einem Providence. Eine Menge, aber für so einen Planeten wie Corellia... ja. Schauen wir mal kurz. Hier kommen wahrscheinlich ATTEs raus, ne? Und Juggernauts, Alter! Das Senator's Office, nochmal ATT und Juggernaut und halt die Hyper Velocity Gun. Da müssen wir jetzt ordentlich draufhauen. Oh, wir haben kein Geld mehr. Naja, es ist egal. Wir müssen von Lorona jetzt... Ich nehme alles mit, was wir haben. Alle Einheiten, damit wir flexibel sind. Ich hoffe ja, dass Lorona einfach so durchhält. Sura Bulk kommt als erstes rein. Und dann greifen wir Corellia an. Eine weitere große Schiffswerft, die dann nicht mehr haben. Ach, es ist diese Map. Okay. Grievous auf jeden Fall. Und da müssen wir gucken, dass wir relativ schnell durchkommen. Nein, wir haben unsere Flugeinheit noch nicht. Die war so gut. Hatte ich die nochmal in Auftrag gegeben? Ich weiß es gerade nicht. Grievous. Rennen. Ihr beiden könnt hier lang. Schade, diese Flugeinheit war echt praktisch. Die hat so viel ausgehalten.
Ja, die Beltpads nutze ich hier hinten zumindest noch nicht. Ich werde versuchen, mir hier so einen Brückenkopf zu öffnen. Eins, zwei. Hier geht es ein bisschen langsamer an. Mit Artillerieunterstützung. Und Grievous kriegt keine Unterstützung. Nein, der kriegt einen Protodeka an seine Seite. Ich weiß es nicht. Ein MTT, der hält auch viel aus. Du baust dich auf. Und dann hoffe ich, dass die hier uns Feuerschutz bis hier geben können. Ob das klappt, weiß ich nicht. Grievous kann noch mal ein bisschen sprinten. Dass wir hier hinkommen können. Komm schon. Der MTT darf hier mit lang. Oh, da ist einer, der ATT ist schon. Und ein Juggernaut. Der große Juggernaut. Das kann problematisch werden. Zorabulk heilt sich zum Glück. Okay. Und Zorabulk haut auch wieder ab. Das ist mir zu viel. Problem ist, Grievous will ich natürlich auch nicht verlieren. Du greifst hier an. Nun ist meine... Ihr müsst alle hier... Okay, Grievous haut bitte wieder ab. Und wir holen... 1, 2, 3. Grievous ist schon dabei abzuhauen. Oh nein, die hat's erwischt. Das ist nicht gut. Ja gut, jetzt... Ah, das ist natürlich mies. Dass wir jetzt eine HM verloren haben. Grievous darf abhauen. Hätte ich vielleicht auch besser bei Dings positionieren sollen, an einem Reparaturturm. Wäre vielleicht schlauer gewesen. Aber naja. Ihr kommt bitte alle mit. Und Grievous darf einmal hier einen Heilturm hinbauen. Und hier einmal die. Zorabulk. Hat sich ja zumindest ein wenig heilen. Okay, und das wird auch mit dem nichts mehr wahrscheinlich. Mit dem MTT. Überlege, den MTT einmal hier weiterfahren zu lassen. Hier macht ihr mal einen Reparaturturm hin. Ah, das schafft ihr nicht mehr. Schade, ich dachte, der könnte dahin und sich dann umdrehen. Das wird aber jetzt schwierig. Und greift hier den Anti-Fahrzeugsblaster an. Oh mein Gott. Da kann er dann hoffentlich seine Dings aufbauen. Zorabulk, bitte nochmal ein bisschen. Ihr verteidigt hier, sehr gut. Reparaturturm. Ihr kommt mit. Oh nein. Du hier drauf. Jawohl, der Anti-Fahrzeugblaster. Zorabulk. Nein, Zorabulk ist gestorben. Ich habe nicht drauf geachtet. Ah, ich dachte, ich könnte ihm jetzt so nachhelfen. Das ist mies. Naja, ich hoffe mal, dass jetzt die Bombardierung wenigstens gut was bringt hier drauf. Oh, Zorabulk. Einen unserer wichtigsten Helden verloren. Faktor-Tank. Keine gute Folge hier. Keine gute Folge. Immerhin. Ja, jetzt können wir durch hier. Jetzt können wir durchpushen. Hoffentlich auch mit den Kampfdroiden. Weiter. Reinpushen hier. Grievous muss auf jeden Fall geheilt werden. Das sehe ich nicht ein, den auch noch zu verlieren. Aber Ventress. Ventress kann hier nochmal kommen. Keine Ahnung, ob das Ding irgendwas bringt, wenn es hier keine Schilde und nichts gibt. Aber wir schießen trotzdem drauf. Da kommt der nächste ATT. Das ist nicht gut. Grievous ist aber geheilt. Ventress darf auch runterkommen. Ach, vielleicht geht dann die Hyper Velocity ganz schrott? Nein. Das wäre natürlich zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ihr müsst weiter. Ventress. Ventress, hier lang. Schon. ATTE nimmt Schaden. Leider nicht Schaden genug, meiner Meinung nach. Aber hier kommen auch schon die Octopdara-Droiden, um da hinten den ATTE anzugreifen. Angriff. Oh, das ist ein cooles Bild. So ein cooles Bild. Die müssten jetzt nur mal wirklich angreifen, bitte. Und da hinten kommt auch Ventress. Na los, schieß drauf. Jetzt stehen sie. Jawohl, jetzt schießen sie auch. Keine Raketen, aber mit ihren Blastern. Jetzt kann der Proto-Deka kommen. Und wir haben immer noch nicht die Möglichkeit, jetzt hier zu... Doch, jetzt können wir bombardieren. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Hier kommen mal Reparaturtürme hin. In der Hoffnung, dass der MTT auch überleben kann. Kommt hier lang und Ventress. Angriff. Oh mein Gott. Einmal hier lang. Du baust hier einen Reparaturturm. Oh, da ist die nächste ATT. Force Push und Assassinate. Komm, mach mal hier deinen Force Push. Ohohoho. Auf die Advanced Factory. Keine Ahnung, ob da überhaupt noch irgendwas rauskommen wird, aber die Juggernauts, die habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Ah, nein, Juggernauts ist nur... okay. Ist nur in einer bestimmten Ära. Aber trotzdem, es kann ja nicht schaden, ne? Das Ding hier vernichtet zu haben. Und Grievous kann nochmal in die Richtung gehen. Der heilt sich, sehr schön. Ihr braucht nicht geheilt werden, aber ihr solltet geheilt werden. Ah, der Anti-Infanterieturm da ist nervig, aber auch kein Beinbruch. Tara-Druiden hier lang, aber damit haben wir Corellia. Wir haben natürlich einen sehr hohen Preis mit Surabulk gezahlt, aber gut. Das können auch nicht alle Helden überleben, ne? Das ist nur die Corellian Engineering Corporation, das ist nur die Tax Collecting Agency. Die beiden sind ziemlich egal. Greifen wir hier das an. Aber ich vermute mal, dass wir die beiden ATTs auch vernichtet haben, die daraus kamen. Dann haben die einfach nichts mehr. Dann haben die einfach gar nichts mehr. Bombardierung hier drauf. Oh Gott. Doch, jetzt kann er angreifen. Mit der Bombardierung. Sollte das ausreichen, um uns Corellia zu holen. Sehr schön. Surabulk und die NHKM verloren. Nervig, aber... kann man mitarbeiten. Kann man mitarbeiten. Damit müssten wir jetzt... Oh, die sind jetzt von K2NMID abgehauen. Und sitzen über Talassea. Die haben hier natürlich eine Hypervelocity Gun. Nervig. Aber auch hier würde ich sagen, kann man mitarbeiten. Hier rüber. Und lass uns mal kurz gucken mit den Bodeneinheiten. Oh, wir haben zwei davon. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ihr kommt hier zu den Bodeneinheiten. Hier zusammen bitte. Oh, Mekis 3 gehört uns. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mekis 3 ist so ein Planet, der wahrscheinlich auch viele Credits macht. 170 erstmal. Lasst uns hier mal eine Tax Collecting Agency bauen und hier noch so eins. Ob das dann so viel bringt. Ja, ein bisschen Einfluss wäre aber auch nicht schlecht, ne? Bringt uns das hier noch Influence? Bringt uns irgendwas noch Einfluss? Naja. Müssen wir mal gucken. Was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich mache. Ach so, wir haben jetzt 4000. Haben wir hier noch irgendwo, hier ist das mit der Trade Federation. Lass uns mal kurz gucken, was das bringt. Deconimoidia. Oh, der Planet ist jetzt aber sehr in Gefahr. Wie weit sind wir denn bei der Trade Federation? 95%. Ich glaube, wenn wir 100% haben, dann kriegen wir Schiffe von denen. Also, wir kriegen keine Schiffe von denen, sondern wir haben dann die Möglichkeit, Schiffe zu bauen. Deswegen lasst uns noch einmal für Trade Federation ausgehen. Was ist das denn hier? Hull Latching. Da würden wir Munificent und Recusants mit mehr Jägern kriegen. Auch nicht schlecht. Kostet aber 10.000, habe ich momentan nicht. Deswegen lass uns hier die Handelsföderation in uns übernehmen, sozusagen. Und auf nach Talassea. Was war er nochmal? War der ein Sternzerstörer? ATT Walker, okay. Ist der nur für Land? Hat der keine... interessant. Oh mein Gott, was habe ich getan? Ihr seht das hier, ne? 29. Das heißt, wir können unter keinen Umständen fliehen. Es gibt keine Welt, in der wir hier fliehen können. Die Frage ist, committen wir oder committen wir nicht? Ich überlege, all meine CC9979 Carrier hier reinzuholen. Wo kommt denn jetzt der Praetor her? Habe ich den gerade übersehen? Nope. Nope, 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 nope. Ja, den verlieren wir. Nein, das heißt, wir ziehen den so raus. Ja. Ist dann so, aber wir haben nichts verloren.
Nein, die Flotte ist... Oh nein, ich weiß nicht. Nein, wir haben jetzt nichts mehr bei Lorona. Nein, oh mein Gott. Was tun wir nur? Was tun wir nur? Dicke neue Moidi auf jeden Fall. Oh mein Gott, haben wir hier eine... Nein, wir hatten ja eine Ionenkanone, die hätten wir nutzen können bei der Verteidigung vorhin. Oh. So oder so, wir brauchen mehr Verteidigung bei diesem Planeten. Ich meine, gut, hier haben wir schon einige Einheiten, aber... Gott, ich weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ihr dürft Lorona verteidigen. 29 Behälter. Wie? Oh. Jetzt haben die aber die meisten. Die meisten Schiffe sind hier weg. Okay. Ja, jetzt kommen sie nach Lorona. Damit weiß ich auch, wohin die Schiffe geflogen sind. Nein, jetzt ist hier wieder mehr. Das gibt's doch nicht. Hä? Hier sehe ich keinerlei Prätoren. Wenn ich aber hier hingehe, sind hier drei Prätoren mit bei. Wollen die mich veräppeln? Gucken wir nochmal. Ob jetzt hier direkt... Wenn nämlich jetzt hier kein Prätor ist, das ist eine Flotte, die ich hinkriegen kann. Auch mit den 29 Pelters. Wenn aber jetzt ein Prätor mit bei ist, das schaffe ich nicht. Da ist ein Prätor bei. Da. Was soll das denn? Aber, mir ist mal gerade gekommen, die kann man ja auch rausziehen, ohne dass die von den Dings beeinflusst sind, von den Minen. Deswegen darfst du uns die Dinger hier holen und einfach mal ein, zwei Venatoren oder so abschießen. Kann ja nicht schaden, ne? Kann ja nicht schaden. Vor allem, wenn die jetzt hier Richtung Lorona unterwegs sind. Auf den Dreadnought! Das, was ganz vorne ist, wird abgeschossen. Den Prätor werden wir nicht... Ach, der hat einen Prätor. Auch gut. Gut, dass mir das nicht angezeigt wird. Damit ist der mit der stärkste Raumheld, den wir so haben. Oder den die so haben, eher gesagt. Schauen wir mal. Ihr müsst auf jeden Fall ganz nach hinten, wenn hier irgendwas mit euch passiert, seid ihr tot. Da ist nicht mehr viel. Gibt es hier sonst auch irgendwelche, die man einfach so rausziehen kann? Die Diamond Class Cruiser, aber die bringen auch keine Jäger oder so mit. Na, er bringt das dann auch nichts. Und er ist weg, sehr gut. Angriff auf den Venator, dass wir den noch kriegen vielleicht. Nehmt die Engines und dann, ja gut. Ihr seid hier perfekt geeignet für... Wir müssen gucken, dass wir mehr von euch da oben bauen. Oh, die drehen ab, die haben Angst. Die haben Angst vor uns. Wie genial ist das denn? Sehr schön. Wie schnell die in Feuerbällen aufgehen. Oh ja, der Akklamator wäre schön, wenn er weg wäre. Aber erstmal hier die Engines von dem vernichten. Dass der nicht mehr fliehen kann. Haut den weg. Aufschlagsraketenwerfer. Jawoll. Dann auf den nächsten hier. Ah, langsam kommen jetzt hier die Korvetten auch mit rein. Haben die denn auch hier so Pointy-Fans-Sachen? Ja, haben die. Macht natürlich dann noch schwieriger. Aber gut, der Akklamator. Oh nein, der lebt noch. Nehmt euch erst den Akklamator vor. Sehr gut. Und jetzt die Pelters. Es sind 29. Die müssen einer nach dem anderen weg. Man muss nur gucken, dass es dann auch die richtigen Pelters sind. Diese Support-Chips. Es gibt ja zwei verschiedene Klassen von Pelters. Okay, das wäre auch ein Support-Chip gewesen. Das Problem ist, die können sich gegenseitig heilen. Deshalb die Angriffe natürlich nicht so. Ihr seht das, die Lebensbalken gehen immer wieder rauf. Vor allem, weil es so viele Pelters sind, die sich dann heilen hier. Wie sollen wir die nur besiegen? Einen einzigen zu besiegen ist hier schon fast unmöglich. Ich meine, wenn er dann einzeln ist, von den anderen isoliert, dann wird es wahrscheinlich gehen, aber... Zerstört den doch! Das ist unmöglich! Wie soll ich das schaffen? Das ist doch... Die schummeln doch! Wie? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Warum hält er sich die ganze Zeit? Das ist unmöglich! Jetzt! Oh mein Gott. Okay, der ist... aber das bringt mir auch nichts. Das ist keiner von den Heilern. Nehmen wir den. Der ist hier so einzeln. Vielleicht ein Bombing-Run so. Ein Durchgängiger. Aber da haben wir auch schon wieder da hinten Bomber, die hier fehlen.
Ich meine, es wäre ja schön, wenn wir jetzt hier den einen oder anderen vernichten könnten. Ja, jetzt ist er von den anderen isoliert. Jetzt! Der kann sich scheinbar auch alleine heilen, aber... Okay. Nehmen wir die Bomber nochmal einmal mit. Ich will wenigstens einen von denen vernichtet kriegen. Wir beiden da hinten auch nochmal. Jetzt hier alle auf einmal auf einen schicken, der dann auch noch von den anderen ein bisschen isoliert ist. Vielleicht reicht das ja, um den einen zu vernichten. Hilft uns aber auch nicht gegen insgesamt 29. Komm schon! Werd vernichtet! Jawohl! Einer ist weg. Sehr gut. Nehmen wir uns nochmal kurz den, der ist auch relativ weit vorne. Vielleicht schaffen wir den auch noch. Je mehr vernichtet sind, desto besser. Werd vernichtet! Ist der weg? Oh ja, wenn wir hier mit voller Stärke auftauchen und die nicht unbedingt in den anderen sozusagen drin sitzen. So. Ich hoffe mal, diese Explosion bedeutet, dass der weg ist. Wenn nicht, wäre das jetzt blöd, aber jetzt tauchen die mir hier zu nah auf. Ihr müsst abhauen. Okay, gut. Aber dafür, dass die hier eigentlich Minen haben, haben wir hier gut was von denen vernichtet. Lass uns mal kurz gucken, ob wir hier... Ah ja, hier. Tausende davon bauen! Okay. Mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.